Ja, moin Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark. Und ja, diese Folge geht's um diese beiden hier. Ja, komischerweise habe ich auf einmal zwei Brontos. Da gab es auch ursprünglich eine Aufnahme zu, aber leider. Oh Moment, ich muss meinen Rucksack wieder anziehen. Ja, leider ist die Aufnahme hinüber, weil ich so ein übelster Pro in Aufnehmen bin. Und ja, ich will erstmal jetzt ein paar Bronto-Eier von denen schlüpfen lassen. Weil ehrlich gesagt, so in Natura sind die mir zu langsam. Ich will lieber einen geimprinteten haben. Und am besten mutiert, ne? Wie immer. Ach, wie süß. Hä? Erkennt ihr die als Feinde? Krass, unser Parasaurus, der ist noch auf den Turret-Modus eingestellt und der erkennt die Wilden hier als Feinde. Das ist sehr komisch. Okay, da ist aber eh kein Cooler dabei. Ich werde jetzt mal die ganzen Eier schlüpfen lassen, die ich bis jetzt habe. Und dann, wenn Mutationen dabei rauskommen, dann melde ich mich nochmal wieder. Und dann bekommt der Kleine einen Plattformsattel, wenn er ausgewachsen ist. Und da wollen wir was Cooles drauf bauen. So, fertig sind wir mit dem Ausbrüten. Drei Mutationen haben wir bekommen aus den, ja, knapp 100 Eier waren das, glaube ich. Da ist drei schon ganz schön viel. Als erstes hatten wir den hier. Der sieht schon ganz cool aus mit seinem Blau. Und als letztes ist der hier rausgekommen. Der hat eigentlich untenrum hat er eine ziemlich normale Farbe und nur halt so eine rote Partie auf dem Rücken. Das sieht man jetzt schlecht, weil er im Schatten steht. Moment. So kann man es ein bisschen erkennen. Aber mein Favorit ist auf jeden Fall der hier. Der sieht richtig geil aus. In Schwarz-Rot. Und ja, der soll auf jeden Fall den Plattformsattel bekommen. Und ja, jetzt warten wir mal, bis er erwachsen ist und geprägt und so weiter. Und dann bauen wir da ein 1A mobile Base drauf. Okay, alle drei sind jetzt ausgewachsen. Und ich denke, also der hier hat eine Mutation auf Lebensenergie. Weil die anderen beiden haben nur 27.000 jeweils. Und der hat satte 34.000 und ein paar zerquetschte. Und ja, die anderen Stats, ich glaube Ausdauer ist bei dem auch ein bisschen höher als bei den anderen, aber die anderen Stats sind so ziemlich dasselbe bei denen. Also hat er möglicherweise hat er auch zwei. Das kann ich ja nachgucken. Ne, ist nur eine Mutation. Aber ja, das ist doch schon mal genial. Und dann schnappen wir uns jetzt hier so einen Plattformsattel. So. Ah, da freue ich mich schon. Der dürfte ja jetzt auch weitaus schneller sein als die Eltern. Oh ja. Meine ist zwar immer noch sau langsam, aber auf jeden Fall schneller als die Eltern. Ich kann es ja gerade mal testen. Wobei, wohin ich denn? Mega Unterschied. Na. Ja, jetzt bin ich schon wieder auf dem vorderen. Ich will auf den anderen, bitte.
Ja, der geht schon ordentlich ab. Auf jeden Fall. Mann, die Farbe ist echt geil. Mann, sieht schon komisch aus, wie der läuft. Hier kriegt ja die Beine gar nicht vernünftig. Macht der andere das auch so? Sieht nicht ganz so komisch aus. Hey, Freundchen. Bleib mal schön da. Er folgt mir wahrscheinlich noch. Ja. Hey, wandern sollst du auch nicht. Also, okay. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los und bauen hier eine coole Base drauf. Kriege ich das jetzt hin, dass das schön mittig ist? Ich sehe nichts, scheiß Vogel. So. Das ist doof, dass es sich immer so ein bisschen bewegt. Ich sollte das da vorne freilassen. Fange erstmal so an. Kann ich da noch weiter nach außen? Ja. Das muss ich auf jeden Fall freilassen, sonst kann ich nicht mehr reiten. Irgendwie hatte ich den was größer in Erinnerung, die Plattform. Okay. Aber hier kann ich auf jeden Fall ganz normal zugreifen. Und raus komme ich auch wieder. Okay, ich werde dann wohl, glaube ich, mit Ceilings noch ein bisschen verbreitern. Das dürfte ja eigentlich möglich sein. Ja. Na, wo ist die jetzt hingegangen? Ja. Ja, das ist doch schon eine bessere Grundfläche. Ja, hier geht's durch den Hals. Kann ich den nicht hier dran machen? Zu weit von der Plattform entfernt. Na, hier würde noch gehen. Ja, okay, dann mache ich das unterste wieder weg. Okay. Mal kurz gucken, wie das aussieht. Ja, doch, das ist nicht schlecht. Könnte nur sein, dass sich das überschneidet, wenn er mit seinem Hals runtergeht. Aber ja.
Das macht ja nichts. Ah ja, perfekt. Die kann man auch hier runterziehen. Ja, ja. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut. Ich mache es erstmal nur auf einer Seite. Oh ja, der geht mit seinem Hals da durch. Aber ja, der macht das ja auch nicht ständig. Ist verschmerzbar für mich. Das ist das vielleicht so eine kleine Plattform, von der aus man schießen kann auf anderes Getier. Oh ja, das gefällt mir gut. Ja, ich weiß gerade nicht, wie ich weiter vorgehen soll. Ich will eigentlich hier so eine Schräge drunter haben, damit das nicht so komisch aussieht. Aber ich komme ja gar nicht dran. Wie mache ich das denn am besten? Kann ich vielleicht... Ich nehme mal eins raus. Nein, komme ich nicht dran. Okay, dann versuche ich das mal. Hoppala, eine Rampe. Andersrum bitte. Ja, irgendwie klappt das nicht, wie ich das haben will. Vielleicht so. Nee. Ja. Ja, genau. Perfekt. Jetzt riecht das aber so nicht. Ah, ist das glitschig, meine Güte. Was soll denn das? Oder soll ich so machen? Ja doch, ich glaube, das mache ich so. Dann sieht das auch nicht aus wie Ceilings, sondern wie Foundations. Schade, dass ich nicht an den Bronto raufklettern kann. Das wäre Tierquälerei. Okay, ich werde mal versuchen, das rundherum zu ziehen. Danach melde ich mich nochmal wieder. So, das Grundgerüst steht schon mal. Das hat ziemlich lange gedauert. Die Teile wollten einfach nicht vernünftig zusammenpassen. Aber ja, jetzt bin ich einigermaßen zufrieden. Da ist zwar noch eine Lücke irgendwo, aber die zeige ich euch nicht. Weil wenn man sie nicht kennt, dann sieht man sie auch nicht. Und ja, den Zaun habe ich jetzt hier rundherum gezogen. Ich will jetzt noch die Pillars ein bisschen höher machen, um eine Lage oder so. Und dann kommt da auch schon das Dach drauf, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Teile ich überhaupt auf so einen Plattformsattel setzen kann. Deswegen will ich erstmal nicht zu viel machen. Weil hier sollen ja auch noch ein paar Sachen drauf, wie... Werkbank, Fabrikator, am besten noch ein Generator und Lampen und so ein Kram. Ja. Ich denke mal, ich hau jetzt erstmal noch das Dach drauf. Hey, mach doch nicht sowas.
Und ja. Auf jeden Fall finde ich, bis jetzt sieht es schon ganz cool aus. Durch die schrägen Teile an der Seite wirkt es nicht mehr so wuchtig, finde ich. Ja. Ist auf jeden Fall nice. Und ja, ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, wie ich das hier stabil aussehen lasse. Ich glaube, da werde ich einfach, wenn das Dach steht, werde ich da Ziplines zwischenspannen, damit es aussieht, als würden die irgendwie von den Seilen gehalten werden. Ich glaube, das wäre ganz cool. Okay, Leute, ich mache jetzt das Dach drauf und dann sehen wir uns wieder. Okay, es ist jetzt das eingetreten, was ich befürchtet hatte. Es sind zu viele Strukturen. Puh. Jetzt, ja, so sieht natürlich Kacke aus. So halbfertig. Ja, ich guck mal, ich beende mal eben das Spiel und guck mal, was ich in den Einstellungen so ändern kann. Ob ich das vielleicht noch irgendwie retten kann. Ach, scheiße, ey. Jo, ich konnte Einstellungen ändern. Vorher war es wohl auf. Der Multiplikator war auf 3 eingestellt. Und jetzt habe ich es auf 10 erhöht. Ich hoffe, das reicht. Dann kann man unter Umständen da oben noch eine Etage reinmachen. Unterm Dach quasi. Aber da tue ich dann wahrscheinlich nur den Generator hin oder sowas. Damit der nicht so offensichtlich hier rumsteht. Ja, und wahrscheinlich werde ich, glaube ich, ein Spitzdach hier drauf machen. Aus Holz. Ich glaube, das könnte ganz gut aussehen. Gott sei Dank. Ja, die erste Außenwand habe ich geschafft. Das war echt. Oh nein. Ja, ich wollte halt. Moment, ich zeig das mal kurz mit dem Fernglas. Ich wollte halt die Struktur, die normalerweise Innenwand ist, wollte ich nach außen haben. Weil ich finde, dass es cooler aussieht. Dafür musste ich dann eine Reihe Ceilings noch dran setzen, damit ich den Snap-Point kriege, dafür, dass ich die Wand andersrum setzen kann. Aber trotzdem ist das sehr, ja, sehr verbuggt alles. Ist auf jeden Fall sau schwer, das so zu bauen. Aber jetzt hat es ja geklappt. So, ich mach mal eine Leiter hin. Nee, an den Rand bitte. Was ist mit dir los? Ja, ich weiß auch nicht, warum das so komisch ist. Naja, auf jeden Fall geht's ja jetzt. Wahrscheinlich, weil der Bronto sich auch die ganze Zeit bewegt dabei. Also das ist echt ein Krampf hier drauf zu bauen. Das verdient ein Patch. Okay, reicht. Meine Güte. So. Aber wenn man die unterste Reihe erstmal hat, dann ist einfach, weil die anderen steppen ja dann ganz normal dran. Jetzt überlege ich, ob ich in der Mitte nicht lieber ein Fenster machen soll. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. Ich wollte eigentlich oben das Dach ganz spitz zulaufen lassen, aber dann sagte mir ja, ist zu hoch über der Bauplattform oder sowas. Aber ja, schon auch so sieht es besser aus. Weil oben ist es dann abgerundet, unten auch. Das passt ganz gut zusammen eigentlich. Ja. Jetzt muss ich nur noch die Rückseite zumachen. Dann ist es eigentlich schon einzugsbereit. Eine Treppe wollte ich noch machen. Wie mache ich die denn am besten? Oder ich mache eine Leiter. Ja, ich glaube, ich mache eine Leiter hier einfach unterm Hals. Das ist, glaube ich, am einfachsten.
Ich habe mich jetzt doch gegen eine Leiter entschieden. Die Treppe sieht zwar mega komisch aus und unstabil, aber so können wir wenigstens kleinere Dinos mitnehmen. Ja. Und ich glaube, ich werde jetzt auch erstmal nur das Interior hier platzieren. Und dann sind wir, glaube ich, fertig mit dem Ding. Die Feinarbeiten, die kann man ja immer noch nach und nach machen. Weil ich weiß sowieso, dass nachher irgendwas wird mich wieder stören. Und dann muss ich was ändern. So, die nötigsten Sachen habe ich jetzt gecraftet. Jetzt machen wir erstmal den Generator hier oben rein. Oh, was? Das geht nicht. Okay, dann müssen wir hier Fackeln reinmachen. Ich meine, jetzt haben wir ja noch Licht durch die Base, aber so ganz ohne, nee. Okay, dann machen wir erstmal hier den Plattform-Smithy, falls wir unterwegs mal eine Plattform bauen wollen. Die S-Plus Workbench. Normalen Smithy natürlich. Ich glaube, die ganzen Workbench-Sachen mache ich alle auf eine Seite. Da muss ich gucken, dass die Leiter nicht blockiert ist. Ah, taut schon hin. So, da tun wir mal ein bisschen Benzin rein. Oh. Also ja, Schmelzöfen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und der letzte. So. Ich brauche mal die Taschenlampe. Crafting-Seite, Schmelze-Seite. Ein paar Schränke dürfen eigentlich auch nicht fehlen. Machen wir einfach hier nebeneinander so. Sonst hatten wir nichts mehr. Ja, der Generator funktioniert ja nicht. Also kann ich auch keine Lampen hier platzieren. Na gut, da hole ich mal eben noch schnell ein paar Fackeln. So, 10 Stück dürften, denke ich, erstmal reichen. Wo tue ich den hin? Eigentlich besser am Rand, ne? Aber oh, die gehen nicht am Rand. Warum nicht? Nee. Okay, dann werde ich einfach hier ein bisschen verteilen. Dann brauche ich doch keine 10 Stück. So. So. Ah, herrlich. Schön. Das ist ja auch ein viel wärmeres Licht als das von den elektrischen Lampen. Okay, die Übersicht beim Laufen ist ein bisschen bescheiden. Ach du Scheiße. Na gut. Aber da wird man ja auch nicht oft mit unterwegs sein. Wie das aussieht. Stellen wir den mal ein bisschen abseits hin. Ja, so kann man es auch noch am besten sehen. Ja, gut, lassen wir den erstmal hier.
zum Abschluss nochmal einen Rundumblick. Ja, aber wie gesagt, Feinschliff werde ich noch ein bisschen machen. Oh, ich habe ja gar nicht zugemacht hinten. Ich war wieder durch andere Sachen abgelenkt. Ah, super. Kann man hier drin landen? Ah ja, perfekt. Na gut, dann lasse ich vielleicht sogar offen. Ja, mal schauen. Auf jeden Fall cooles Teil. Und ja, damit beenden wir die Folge für heute. Ich hoffe natürlich wie immer, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ja, dann lasst mir gerne einen Kommentar da oder ein Like. Und checkt auch gerne mal die Videobeschreibung aus. Da stehen noch ein paar Links zu den anderen Serien, die ich noch habe. Und ja, schaut einfach mal rein. Wenn euch mein Content gefällt, dann abonniert natürlich auch gerne. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.